Ein Rollenspiel, sie zu knechten. Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Spielraums. Heute wollen wir mal wieder über ein Lizenzspiel reden, genauer gesagt über Herr der Ringe, das dritte Zeitalter, ein rundenbasiertes JRPG im Herr der Ringe-Universum von Electronic Arts. What the fuck? Ein rundenbasiertes JRPG im Herr der... Wie ist es denn dazu gekommen? Unsere billigen Ports verkaufen sich doch nicht. Okay Leute, ihr wisst, wieso wir uns hier alle versammelt haben. Wir müssen neue Wege finden, wie wir die teure Herr der Ringe-Lizenz noch weiter verwenden können. Bei dieser wichtigen Frage setzen wir natürlich erneut auf unseren altbewährten Entscheidungsprozess der Scheibe. Ein rundenbasiertes JRPG. Okay, die Scheibe hat entschieden. Was immer die Scheibe sagt, wird gemacht. Weiß einer, wie sowas geht? Weiß wenigstens jemand, was ein JRPG ist? Nicht? Ich google das mal. Okay, ganz so wird es wohl nicht gewesen sein. Aber mich würde wirklich mal interessieren, wie es dazu gekommen ist. Dass EA ausgerechnet ein JRPG in Mittelerde umgesetzt hat, ist so bizarr, dass ich es nicht glauben würde, wenn ich es nicht selber gespielt hätte. Aber ja... Herr der Ringe, das dritte Zeitalter, ist tatsächlich ein rundenbasiertes JRPG. Und um das Ganze noch ungewöhnlicher zu machen, schlüpft ihr noch nicht einmal in die Rolle der Gefährten, sondern spielt ganz neue Charaktere, die in den Filmen nicht aufgetaucht sind. Und das, obwohl die Handlung parallel zu den drei Filmen verläuft. Das ist auf jeden Fall ein sehr ungewöhnlicher Ansatz für ein Lizenzspiel und genau daraus resultiert letztlich auch die Faszination, die ich immer schon für dieses Spiel gehabt habe. Aber... das heißt natürlich noch lange nicht, dass das dritte Zeitalter auch ein gutes Spiel ist. Und ich würde sagen, das finden wir jetzt mal gemeinsam raus. Sei gegrüßt, Krieger Gondors. Viel muss in diesem Nahen den Krieg gewagt werden. Doch du wirst mich nicht enttäuschen. Das fühle ich. Wie gesagt, spielt man hier nicht mit Charakteren, die man aus Buch und Filmen kennt. Der Hauptheld ist ein Gondorianer namens Beritor, von dem wir anfangs nur wissen, dass er nach Boromir sucht. Wieso? Weshalb? Das erfährt man erst einige Stunden später. Auf seiner Suche trifft er aber natürlich noch auf zahlreiche weitere Charaktere, die sich der Gruppe anschließen. Aber auch die sind alle komplett unbekannt und kommen weder in Buch noch Film vor. Da die Handlung aber parallel zu den drei Filmen verläuft, gibt es natürlich einige Überschneidungen mit den bekannten Ereignissen. Und das ist einer der größten Pluspunkte des Spiels. Schon auf dem Cover sieht man ja, dass man gemeinsam mit Gandalf gegen den Balrog kämpft. Doch das ist nur die Spitze des Eisbergs. Später sind wir zum Beispiel auch mitten in der Schlacht um Helms Klamm und kämpfen gemeinsam mit Aragorn, Legolas und Gimli. Streng genommen macht das natürlich keinen Sinn, denn eigentlich hätte man Beritor und Co. ja dann auch im Film sehen müssen, aber sei's drum. Dieser andere Blickwinkel auf bereits bekannte Ereignisse war für mich als Fan der Filme einfach richtig cool. Und von diesen Logiklöchern einmal abgesehen, versucht das Spiel den Filmen auch wirklich treu zu bleiben. Die Schauplätze sind etwa durchaus akkurat nachgebaut und somit können Fans hier regelrecht auf Sightseeing-Tour gehen. Okay, immer mir nach, ja, in den Morast. Das, meine Freunde, ist er. Der Abfluss, den die Uruk-hai später in die Luft sprengen werden, um uns alle zu töten. Macht schnell noch ein Foto, morgen ist der Geschichte. Und ihr vielleicht auch. Auch die aus den Filmen bekannten Charaktere haben alle ihre Originalstimmen, selbst in der deutschen Fassung. Und das, obwohl beispielsweise ein Gimli im ganzen Spiel, wenn es hochkommt, drei Sätze von sich gibt. Erinnert mich, dass ich euch nie nach Hause einlade.
Deutlich häufiger werdet ihr Gandalf hören, denn der graue, schrägstrich weiße Zauberer erzählt euch in den epischen Szenen aus Mittelerde ständig, was gerade so abgeht. Unterlegt ist das Ganze mit Original-Filmszenen, teilweise sogar aus dem Extended Cut. Und das alles natürlich in bester GameCube-Videoqualität. Ah, so bestechend scharfe Bilder. Wer braucht da denn noch die Blu-rays? Der Soundtrack stammt größtenteils freilich auch aus dem Film, ist also bombastisch. Aber leider kann ich ihn hier nicht abspielen, weil ich sonst Probleme mit der GEMA oder Warner oder sonst wem bekomme. Die Präsentation ist also wirklich gelungen, auch wenn die Grafik aus heutiger Sicht natürlich gerade auf dem GameCube etwas verschwommen ist. Oh, und das hätte ich fast vergessen. Auch die neuen Charaktere haben übrigens ganz ordentliche Sprecher. Beretor wird zum Beispiel gesprochen von Sascha Dräger. Das bedeutet für mich, dass ich immer nur einen höre. Tim. Nein, nicht den. Ich spreche von Tim, auch bekannt als Tarzan, auch bekannt als Peter Timotheus Carsten, der Anführer der TKKG-Bande. Aber genug von der Präsentation, genug von TKKG. Wie ist denn jetzt das Gameplay? Ich denke, inzwischen ist angekommen, dass die Kämpfe rundenbasiert sind. Wenn nicht, sage ich das aber gerne nochmal. Die Kämpfe sind rundenbasiert. Wenig überraschend dürfte sein, dass die Gegner alle aus den Filmen bekannt sind. Ihr kämpft gegen Orks, Uhokais, Varge, Trolle, Nazguls und natürlich Leitern. Ach, diese bösen Leitern. Hätten sie sich Sauron nicht angeschlossen, hätte er keine Chance. Auf der anderen Seite, in den eigenen Reihen, hat natürlich jeder der Charaktere in unserer Party seine eigenen Stärken und Schwächen und verfügt über unterschiedliche Fähigkeiten oder Magie. Für deren Einsatz müsst ihr aber, entgegen der normalen Standardattacke, einige Aktionspunkte bezahlen. Anfangs sind die noch knapp bemessen, doch nach einer Weile haben die Charaktere so viele Punkte, dass sie den normalen Angriff fast gar nicht mehr verwendet. Vor allem, weil sich die Aktionspunkte bei jedem Levelaufstieg und beim Speichern sowieso wieder regenerieren. Weiterhin gibt es dann noch den Perfekt-Modus, den ihr aktivieren könnt, wenn diese Leiste hier voll ist. Dann könnt ihr beispielsweise einen Ent zur Unterstützung herbeirufen oder gleich einen der berühmten Adler. Das ist alles recht simpel gehalten, um das Spiel möglichst einsteigerfreundlich zu halten, und die allermeisten Kämpfe sind mit der richtigen Taktik auch kein Problem. Allerdings haben mir die Kämpfe teilweise einfach zu lang gedauert. Gerade gegen Ende hin rücken einfach so viele Gegner nach, dass die Kämpfe gefühlt länger dauern als dieses Video hier. Oder die drei Filme. Im Extended Cut. Am Stück. Okay, das ist vielleicht ein bisschen übertrieben. Zwei Filme im Extended Cut am Stück. Das trifft es ganz gut. Wirklich vorbildlich finde ich ja, wie man hier die Entwicklung der Charaktere gehandhabt hat. Im dritten Zeitalter ist das Ganze so geregelt, dass man nach jedem Levelaufstieg Fähigkeitspunkte verteilen kann und somit direkten Einfluss darauf hat, in welche Richtung sich ein Charakter entwickelt. Und neue Fähigkeiten lernt man, indem man Fähigkeiten einsetzt. Setze ich Magie ein, bekomme ich einen Magiepunkt dazu. Setze ich eine Schwertfähigkeit ein, kriege ich einen Schwertpunkt dazu. Und bei einer bestimmten Anzahl von Punkten erlernt man dann eine neue Fähigkeit in eben dieser Kategorie. Das gefällt mir wirklich sehr. Genauso finde ich es sehr löblich, dass die Helden auch wirklich die Ausrüstung tragen, die man ihnen angelegt hat, auch abseits der Kämpfe. Das macht es wirklich um einiges glaubwürdiger, denn neue Ausrüstung lässt Beretor gleich anders wirken. Mal schaut er so aus, dann so und dann so. Ich bin Batman. Na 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 Batman, Batman. Na 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 na. Wo war ich? Ach ja, abseits der Kämpfe verläuft das Spiel aber leider doch etwas zu linear. Die meisten der Orte, die ihr bereist, sind letztlich ein Pfad, von dem hier und da ein Weg abweicht, der euch zu einem Schatz führt. Es ist nicht immer so, teilweise sind die Level doch etwas komplexer aufgebaut. Aber das Spiel ist weit davon entfernt, wirklich offen zu sein. Immerhin gibt es in den verschiedenen Schauplätzen aber einige Bonusaufgaben und Schätze zu finden, die euch etwas dazu anreizen, abseits der festgeschriebenen Pfade zu wandeln.
Für mich ist das größere Problem aber, dass die eigene Handlung des Spiels eher mau ist. Okay, zugegeben, gegen Ende hin wird es dann doch noch recht interessant und es gibt sogar ein, zwei durchaus überraschende Wendungen. Aber bis dahin leidet das Spiel leider etwas darunter, dass die eigenen Charaktere einfach nicht besonders interessant sind. Teilweise erfahren wir über die Figuren so gut wie gar nichts. Doch selbst die Charaktere, die durchaus so etwas wie eine Hintergrundgeschichte haben, nun sagen wir einfach, man merkt, dass das dritte Zeitalter kein BioWare-Spiel ist. Auch das Storytelling ist stellenweise echt merkwürdig und grob. Sätze wie dieser hier kommen etwa einfach aus dem Nichts. Ich will jetzt nicht zu viel verraten, aber diese Liebesstory, die hier angedeutet wird und die nachher sogar zu einem Liebesdreieck wird, die hätte echt interessant sein können, aber das Spiel erzählt sich so unglaublich plump. Mein absoluter Lieblingsmoment ist aber der folgende. Gandalf poppt aus dem Nichts auf und sagt, pass auf, Orks. Dann ist er wieder weg. Irgendwie sinnlos. Vor allem, weil man davor auch schon gegen Orks gekämpft hat. Ja, ich habe echt keine Ahnung, wozu diese Szene gut sein soll. Unterm Strich muss man auf jeden Fall festhalten, dass es bessere Rollenspiele gibt. Aber mal ernsthaft, wer von uns hat auch erwartet, dass Herr der Ringe, das dritte Zeitalter, das beste JRPG aller Zeiten sein würde? Ich bin zufrieden mit dem, was ich bekommen habe. Das Spiel ist tatsächlich ziemlich gut. Nicht gut genug, um es jetzt Rollenspielfans generell zu empfehlen, aber wenn ihr das Genre mögt und Herr der Ringe-Fan seid, dann solltet ihr dem Spiel definitiv mal eine Chance geben. Und EA-typisch könnt ihr das natürlich nicht nur auf dem Cube tun, sondern auch auf der Xbox und der PlayStation 2. Und bevor wir jetzt zum Ende kommen, möchte ich noch schnell erwähnen, dass es neben dem Hauptspiel auch noch einen Schattenmodus gibt. In diesem Modus kämpft man bestimmte Kämpfe des Spiels noch einmal nach, nur befindet man sich dieses Mal auf der dunklen Seite. Ganz nette Idee und ich weiß von einigen, dass sie diesen Modus abgöttig lieben, aber ich persönlich fand ihn ehrlich gesagt ziemlich überflüssig, auch wenn man sich hier Items fürs Hauptspiel verdienen kann. Ja, das war's jetzt aber wirklich für heute. Macht's gut, bis zum nächsten Mal, viel Spaß beim Zocken, euer Martin. Und da melde ich mich doch nochmal. Zunächst einmal vielen Dank fürs Zuschauen. Wie immer würde ich mich natürlich sehr über eure Kommentare oder Feedback freuen. Und wenn euch das Ganze gefallen hat und ihr uns unterstützen wollt, teilt dieses Video einfach via Facebook, Twitter, Google+ oder Buschtrommel. Das hilft uns nämlich vermutlich mehr, als ihr euch vorstellen könnt. Ansonsten gibt es wie immer noch den obligatorischen Abonnieren-Button und ich habe euch zwei ältere Spielraumfolgen verlinkt. Die ganz Mutigen unter euch können es aber natürlich auch mit dem geheimen Link versuchen. So, und jetzt gibt's noch ein kleines Schmankerl für alle, die diese eigennützige Botschaft überstanden haben. Ich gebe euch einen kleinen Tipp, was ihr am Freitag hier seht, wenn nicht irgendwas dazwischen kommt. Es ist ein erster Eindruck zu einem Spiel mit Affen, die in den Tropen ganz schön frieren. Und wenn ihr aus der Zukunft stammt, dann findet ihr hier auch irgendwo einen Link dazu. Ach ja, und in dem Fall bitte schreibt mir die Lottozahlen in die Kommentare. Danke. Also dann, bis Freitag, macht's gut, euer Martin.